Wähl eine aus. Wir machen ein Bild für Tante Tammy. Blau, gelb. Wie heißt die Farbe? Sieht auch nach gelb aus, oder? Vor 2 Monaten wurde Glenn geboren und Michael und ich nehmen jeden Tag, wie er kommt. Wir lernen ständig dazu und zeigen Gage, wie man sich als großer Bruder eines Babys benimmt. Gage, wenn du ihn so anfasst, brichst du ihm was. Fahr dein Auto nicht über seinen Kopf. Sehr konkret. War das schon Thema? Ja, des Öfteren. Du malst das schönste Bild überhaupt. Wirklich super. Du bist ein Mozart. Ich freue mich auf Tammy. Sie ist schon viel zu lange weg. Heute malen Gage und ich mit Fingerfarben kleine Kunstwerke. Ich dachte, warum machen wir nicht einen Willkommensgruß für Tammy? Haben Spaß und sind kreativ. Ja, das hast du gemacht. Noch ein Pinsel? Ehrlich gesagt ist das Leben ohne Tammy deutlich entspannter. Aber Gage vermisst sie und ich auch. Es ist Zeit, dass sie nach Hause kommt. Verstehe, du bist fertig. Dann mache ich eins mit Glenn. Das ist Chris. Hallo? Hey, Amy. Hey, what's was gibt's? Wir sind auf dem Weg zu Tammy und haben gerade einen Anruf von der Reha gekriegt. Echt scheiße. Tammy hat eine Luftröhreninfektion und bekommt 10 Tage lang intravenös Antibiotika verabreicht. Dann darf sie nicht nach Hause? Nein, sie muss noch bleiben. Brittany und ich hatten schon 2 von 8 Stunden Autofahrt hinter uns, als wir erfuhren, dass Tammy eine Tracheitis hat. Das heißt, sie kann die Einrichtung nicht verlassen, weil sie einen intravenösen Zugang hat, über den ihr die Antibiotika zugeführt werden. Das kackt einen an. Es ist immer irgendwas. Wir haben nur eine Wahl. Sie bleibt noch 2 Wochen dort. Wird gesund und kommt heute nicht nach Hause. Was soll der Scheiß? Wir haben alles vorbereitet, damit sie nach Hause kommen kann. Und dann handelt sich Tammy eine Infektion ein. Irgendwas ist immer. Ich habe mich wirklich auf sie gefreut. Ich auch. Aber sie muss erst auf die Beine kommen. Tammy wird echt angepisst sein, weil sie nicht weg darf. Aber die Infektion macht mir teuflisch Angst. Wenn so etwas schon in der Reha passieren kann, wie sollen wir zu Hause dann die Gesundheitsversorgung sichern, die sie mit der Kanüle braucht? Jetzt mache ich mir nur noch mehr Sorgen wegen der Kanüle. Man fragt sich, wie das gehen soll. Naja, wir werden sehen, was passiert, und dann überlegen wir uns was. Setzt euch. Jetzt kippt sie, weil du deinen dicken Hintern draufgesetzt hast. Es ist jetzt eine Woche her, dass Chris Tammy von der Reha abholen wollte und ihre Infektion ist noch immer nicht ganz ausgeheilt. Wir dachten ja mal, sie könnte mit der Trachealkanüle nach Hause kommen. Aber die Tatsache, dass sie sich in der Reha eine Infektion eingefangen hat, hat uns zu denken gegeben. Deshalb treffen wir uns alle und beraten, was wir dieses Mal mit Tammy machen. Hey, y'all. Hey, Mom. Hi, what's up? Ist ja verdammt heiß. So hieß es auf der Temperaturanzeige. Verdammt heiß. Die Frage ist, wie bekommen wir Tammy am besten nach Hause?
Das Beatmungsgerät, mit dem sie nach Hause kommt, ist lebenserhaltend. Es wird an die Kanüle angeschlossen. Und jetzt lasse ich die Bombe platzen. Die Zuständige hat mich heute angerufen und gefragt, wer die Pflege übernimmt. Ich habe geantwortet, dass Amy und ich das machen und wir den dafür nötigen kurzen Kurs, wie es hieß, besuchen werden. Die Dame heute hat mir erklärt, dass wir dafür an einer einwöchigen Schulung teilnehmen müssen. Ich kann aber nicht eine Woche in der Arbeit fehlen. Und ich lasse meine Babys nicht allein. Ich war bereit dazu, bis ich erfuhr, wie das tatsächlich läuft. Ich meine das nicht böse, aber du bist keine Krankenpflegerin. Du wüsstest nicht, was zu tun ist, wenn irgendetwas passiert. Wann ist sie denn die Kanüle los? Im besten Fall kommt die Kanüle in 21 Tagen raus, wenn alles perfekt läuft. Da gibt es vieles zu bedenken. Man braucht jemanden, der die Kanüle sorgfältig reinigen kann. Und wenn sie verschleimt ist, muss er den Schleim absaugen können und alles machen, was dazugehört. Folglich braucht Tammy medizinische Hilfe, bis die Kanüle entfernt wird. Basta. Sie hatte Fachkräfte um sich und ist trotzdem krank geworden. Sie hat die Infektion in der Klinik bekommen. Dann kann sie sich auch zu Hause eine einfangen. Und jetzt? Die Schlampe hat dafür gesorgt, dass das Telefon heiß läuft. Sie hat gebettelt, geschrieben und uns angefleht, dass wir sie holen. Keiner kann so hartnäckig wie Tammy sein, wenn es darum geht, nach Hause zu kommen. Wir sollten nicht länger diskutieren, sondern Tammy anrufen. Aber macht euch darauf gefasst, dass sie total angefressen sein wird. Hi, Tammy. Hallo, Tammy. Alle sind hier und so wie es jetzt aussieht, ist keiner entsprechend geschult, um dich rund um die Uhr versorgen zu können. Das Gerät... Ist mir scheißegal, ich bleib nicht hier. Wir müssten eine Einrichtung in Kentucky finden. Ich kann selbst mit dem Gerät umgehen. Damit du nach Hause kommen kannst, müssen zwei Leute da sein, die das Gerät beherrschen. Und die Schulung dauert 7 Tage. Das weiß ich. Aber ich brauche niemanden. Ich bleibe nicht hier. Warum bist du so aggressiv? Du brauchst 2 Pflegekräfte. Entweder kommt ihr her und holt mich, oder ich verlasse die Klinik. Auf eigene Faust, verdammt.